Schneewittchen vermisste die sieben Zwerge sehr. Also entschied sie eines Tages, sie besuchen zu gehen. Sie machte sich fertig und machte sich auf den Weg zum Dorf der Zwerge. Die Hexe, die aus Versehen den Zaubertrank der Hässlichkeit getrunken hatte, war das hässlichste Geschöpf des Königreichs geworden und war sehr wütend auf Schneewittchen. Sie hat mich reingelegt. Sie sollte hässlich werden und nicht ich. Aber dieses Mal werde ich es ihr zeigen. Guck mal, meine Königin. Schneewittchen geht irgendwo hin. Und sie sieht fröhlich aus. Singt sie? Es sieht so aus, meine Königin. Wenn du wünschst, drehe ich die Lautstärke auf. Ich habe euch so sehr vermisst, meine lieben Zwerge. Aber wir werden uns bald sehen. La 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 la, la 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 la. Oh, sie will die sieben Zwerge besuchen. Das ist großartig. Zeig mir, was machen die Zwerge gerade? Happy und Hatschi pflücken Filze im Wald. Exzellent! Diese beiden Idioten werden Schneewittchen direkt zu mir bringen. Gute Nacht, Zwerge! Ich werde diese Nachricht einfach hier lassen. Chef, der auf der anderen Seite des Waldes arbeitete, beendete seine Aufgabe und machte sich auf den Weg zu seinen Freunden. Happy? Hatschi? Wo sind Sie? Was ist das? Währenddessen war Schneewittchen immer noch auf dem Weg. Da, ich kann das Haus meiner Freunde sehen. Es ist so aufregend. Schneewittchen, es ist schön, dich zu sehen. Ich habe euch so vermisst, meine Freunde. Also habe ich entschieden, euch einen Besuch abzustatten. Wie schön, dass du gekommen bist. Komm rein, ich muss dir was erzählen. Ich habe Angst, dass die Hexe Happy und Hatschi entführt hat. Sie hat eine Nachricht hinterlassen. Beeil dich, wenn du deine geliebten Zwerge retten möchtest, Schneewittchen. Wie konnte das passieren? Wir müssen sie retten. Wo sind die anderen? Es sind nur wir beiden. Die anderen sind in den Bergen und arbeiten in den Minen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Schneewittchen und Chef machten sich auf den Weg zum Haus der Hexe. Die Hexe beobachtete sie durch ihren Zauberspiegel und lachte verrückt. Ich warte, Schneewittchen. Ich habe immer noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Schneewittchen und Chef begegneten einer verletzten Krähe. Warum kannst du nicht fliegen, kleine Krähe? Armes Ding! Ein Efeu ist um ihren Fuß gewickelt. Lass mich mal sehen. Keine Sorge. Wir werden dir helfen. Jetzt haben wir es. Nun kannst du wieder fliegen. Schneewittchen und Chef liefen weiter. Aber sie bemerkten, dass die Krähe direkt hinter ihnen war. Chef! Sieh mal, die Krähe folgt uns. Ich frage mich, warum. Ich denke, sie mochte uns. Schließlich kamen sie am Schloss der Hexe an. Da sind wir. Wir müssen ganz leise sein, damit die Hexe uns nicht erwischt. Dieses Schloss erscheint mir alles andere als sicher. Wer weiß, wo die böse Hexe unsere Freunde eingesperrt hat. Wir sollten uns beeilen und sie finden. Die Tür ist verschlossen. Lass uns an den Fenstern probieren. Guck mal, dieses Fensterschloss ist locker. Jetzt haben wir es. Lasst uns reingehen. Sie schleichen sich ins Schloss. Das Schloss ist genauso unsympathisch wie Sie. Vorsicht! Hier sind Sie nicht. Lasst uns umversuchen. Langsam. Das Zimmer ist so dunkel. Oh, es ist nur ein Spiegel. Im ersten Moment hatte ich Angst. Ihr verschwendet eure Zeit. Eure Freunde sind nicht hier. Die Hexe hat sie im Keller eingesperrt. Das ist der Zauberspiegel der Hexe. Chef war etwas misstrauisch gegenüber dem Spiegel. Warum hilfst du uns? Weil ich die Hexe hasse.
Nur unglücklicherweise ist sie meine Besitzerin. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Schnell! Die Hexe kann jede Sekunde hier auftauchen. Dann gingen Schneewittchen und Chef wieder runter und fanden den Eingang zum Keller. Das muss der Eingang zum Keller sein. Lass es uns öffnen, schnell! Es klemmt! Geschafft! Aber hier ist niemand. Oh nein, die Hexe! Der Spiegel hat uns reingelegt. Ich habe auf euch gewartet. Warum habt ihr so lange gebraucht? Bitte, bitte nicht nein! Als sie ihre Augen öffneten, bemerkten Schneewittchen und Chef, dass sie auf einem Boot waren. Oh. Was ist mit uns passiert? Warum sind unsere Hände gefesselt? Es war die Hexe. Habt eine schöne Reise, meine Freunde. Wo sind unsere Freunde? Was hast du mit ihnen gemacht? Keine Sorge. Sie werden meine Diener sein. Sie werden für mich arbeiten für den Rest ihres Lebens. Lasst mich zuerst diesen Stöpsel rausziehen. Hey, nicht! Auf Wiedersehen, Prinzessin. Jetzt wirst du für immer aus meinem Leben verschwinden. Oh, das Boot füllt sich mit Wasser. Der Stöpsel, da ist er. Hol ihn dir. Ich komm nicht ran. Da ist die Krähe. Gute Arbeit. Wir müssen diese Seile aufkriegen. Du bist eine sehr schlaue Krähe. Schneewittchen, nimm den Eimer, um das restliche Wasser aus dem Boot zu schaffen. Und ich fange an zu rudern. Als sie schließlich zurück ans Ufer kamen, gingen sie zurück zum Hexenschloss, um ihre Freunde zu finden. Lass uns einen Blick in den Hinterhof werfen. Hier ist ein Brunnen. Ja, da sind sie. Hurra, sie haben uns gefunden. Hey! Oh, pass auf, die Hexe. Hey! Was ist hier los? Wie konntet ihr beiden entkommen? Nein! Hilfe! Sieht aus, als seien wir hier fertig, Freunde. Lasst uns gehen. Eines Tages hatte Schneewittchen gelernt, die Geige zu spielen, die der Prinz ihr geschenkt hatte. Ihr Lehrer und der Prinz waren stolz auf Schneewittchen. Bravo! Bravo! Toll! Perfekt! Perfekt! Eines Tages, als sie durch den Ort spazierte, traf sie auf ein kleines Mädchen, das Geige spielte. Du spielst so schön Geige! Dankeschön. Meine Mama hat es mir beigebracht. Sie war eine erfolgreiche Violinistin, als sie jung war. Aber ich wünschte, ich könnte die Zaubergeige spielen. Zaubergeige? Ja, es ist die alte Geige des Violinisten. Ihr Klang heilt die Kranken und lässt Blumen blühen. Ist das wahr? Jeder würde so eine Geige haben wollen. Da der alte Violinist nicht mehr spielen kann, wird er sie dem Gewinner des Musikwettbewerbs schenken. Das ist schön. Du könntest am Wettbewerb teilnehmen und die Violine gewinnen. Leider kann ich nicht. Sie lassen mich nicht, weil ich zu jung bin. Verstehe. Tut mir leid, das zu hören. Und das Schlimmste ist, Betty Sommersprosse wird am Wettbewerb teilnehmen. Betty? Wer ist das? Die kleine Violinistin erzählte Schneewittchen alles über Betty.
Ich muss die Zaubergeige bekommen. Ich werde damit die Kranken heilen und viel Geld verdienen. Viel! Das willst du, Sommersprosse! Da bin ich mir sicher! Hör auf, mich Sommersprosse zu nennen, oder ich reiß dir die Federn auf! Okay! Mache ich nicht! Betty will also die Geige, um mit den Kranken Geld zu verdienen? Ich befürchte ja. Betty verdient die Zaubergeige nicht. Schneewittchen haderte ein paar Minuten und... Also vielleicht sollte ich am Wettbewerb teilnehmen. Oh, spielst du auch Geige? Nicht so gut wie du, aber ja. Ich hätte lieber, dass du die Geige gewinnst als Betty. Wir können zusammen üben. Dann ist es abgemacht. Wir geben unser Bestes und werden Betty daran hindern, die Zaubergeige zu gewinnen. Schließlich kam der Tag des Wettbewerbs. Schneewittchen war unter den Teilnehmern. Ich mag dieses Mädchen einfach nicht. Sie ist so ein Snob. Ich frage mich, wer sie ist. Das ist Schneewittchen und anscheinend sehr gut im Geigespielen. Die erste Wettbewerbsrunde beinhaltete Singen und Geigespielen. Die Teilnehmer begannen zu üben. Sie ist wirklich gut. Ich kann sie nicht gegen mich spielen lassen. Ich bin mir sicher, du wirst gewinnen, Schneewittchen. Ich werde mein Bestes geben. Du kannst mir vertrauen. Währenddessen näherte sich Betty Sommersprosse. Nur weil du eine Prinzessin bist, heißt das noch lange nicht, dass du gewinnst. Du musst Betty sein. Möge die beste Violinistin gewinnen. Natürlich werde ich das sein. Schau nur. Diese sogenannte Prinzessin wird es nicht über die erste Runde schaffen. Es ist einfach! Du kannst in ihren Tee Medikamente geben, die ihre Stimme heiser lassen werden! Gut gemacht. Prima Idee. Schneewittchen sollte den Tee nicht trinken. Ich denke, wir hatten keinen guten Start. Ich wollte dir als Entschuldigung einen Tee bringen. Keine Sorge. Schon vergessen. Dankeschön. Trink das nicht, Prinzessin. Sie haben den Tee gepanscht. Trink dies stattdessen. Ich habe etwas Honig hineingetan. Oh, danke. Das war knapp. Geh und siehe nach, ob die Prinzessin den Tee trinkt. Ja, sie hat alles getrunken. Cool. Es wird sich für ihre heisere Stimme so schämen. Und der Wettbewerb begann. Als Schneewittchen an der Reihe war, ging sie auf die Bühne und sang ein Lied, während sie Geige spielte. Sie klingt so gut. Warum ist ihre Stimme so normal? Vielleicht war die Dosis zu niedrig. Bravo, unglaublich. Was für eine schöne Stimme. Wow. Das kann nicht sein. Sie hat eine 10 bekommen. La 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 la. Ja, la 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 la. La 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 la. Schneewittchen und Betty qualifizierten sich für die finale Runde. Diesmal würden sie nur Geige spielen. Du konntest ihre Stimme nicht ändern, aber du könntest ihre Geige kaputt machen. Ja, dein kleines Gehirn funktioniert manchmal außerordentlich gut. Unterschätze mich nicht, Sommersprosse. Ich bin ein schlauer Vogel. Ich sagte, nenn mich nicht Sommersprosse. Okay, okay, werde nicht böse. Es war aus Versehen. Lass uns diese Seiten verstellen und fertig sind wir. Du bist wirklich eine bösartige Person, Betty, aber du hast meine Geige vergessen.
Die letzte Runde hatte begonnen. Schneewittchen gab eine hervorragende Vorstellung. Alle waren beeindruckt. Was? Ihre Geige war kaputt. Wie konnte sie spielen? Ich glaube, dieses Mädel ist wirklich talentiert. Ich kann sie nicht schlagen. Jetzt hast du keine andere Chance mehr, als besser zu spielen als sie. Bleib einfach cool. Lass dich nicht stressen. Betty ging auf die Bühne, aber ihre Vorstellung war nur mittelmäßig. Sie machte einige Fehler und konnte von der Jury keine 10 Punkte bekommen. Und die Gewinnerin ist Schneewittchen! Juhu! Die Zaubergeige gehört dir, kleines Mädchen. Ich glaube dir aufrichtig, dass du sie nur für gute Zwecke benutzen wirst. Natürlich, Schneewittchen. Vielen Dank. Du wirst sehen, ich werde mit dieser Zaubergeige alle Menschen heilen. Ich verspreche es. Schneewittchen und Hatschi machten sich auf, um den Wirklichkeitsstein zu finden, um den Prinzen zu retten, der in einer Schneekugel gefangen war. Wir haben einen langen Weg vor uns, bevor wir den schlafenden Krater erreichen. Stimmt. Wir sollten besser etwas zu essen mitnehmen. Schneewittchen und Hatschi hielten in einem Dorf, das sie passierten, um etwas Essen und Wasser zu kaufen. Glaubst du, wir können den Wirklichkeitsstein finden? Keine Sorge. Wir werden ihn auf jeden Fall finden und den Prinz retten. Schneewittchen und Hatschi waren müde und hungrig von dem vielen Laufen und machten eine Pause. In dem Moment näherte sich ihnen eine von Pferden gezogene Kutsche. Hallo Leute, mir ist das Wasser ausgegangen. Habt ihr welches? Wir haben eine ganze Menge. Nimm etwas. Ich bin weit gereist. Ich sollte mich besser hier ausruhen. Der Mann sagte, dass er ein Händler sei und einzigartige Waren verkaufte. Was sind das für Waren? Zum Beispiel, hast du jemals eine Kerze gesehen, die niemals ausgeht? Oder eine singende Uhr? Das ist sehr interessant. Er erzählte ihnen, dass er sich in dieser Gegend sehr gut auskannte und sie zu ihrem Ziel bringen könnte. Das wissen wir sehr zu schätzen. Leider haben wir noch einen langen Weg vor uns. Lasst mich erst ein wenig ausruhen. Dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Ja, natürlich. Ich mache auch ein kleines Nickerchen. Keine Sorge, mein Prinz. Ich werde dich retten und dich aus der Kugel herausholen. Der Händler öffnete seine Augen und sprach mit sich selbst. Was? Da ist ein kleiner Mann in der Schneekugel? Ein Prinz? Wie ist das möglich? Schneewittchen war ebenfalls müde, also ging sie schlafen. Mein Glückstag! Ich kann ein Vermögen mit dieser Schneekugel verdienen. Das war leicht. Als sie aufwachten, bemerkten sie, dass weder der Händler noch seine Kutsche dort waren. Ah, der Händler ist weg. Er sagte, er würde uns helfen. Oh nein! Das darf nicht wahr sein. Die Schneekugel ist weg. Was?
Hat der Händler die Schneekugel gestohlen? Wir müssen ihn einholen. Zu Fuß können wir ihn nicht einholen. Genau in dem Moment sahen sie ein Reh aus dem Wald kommen. Hallo? Wir haben ein Problem. Könntest du uns helfen? Als Schneewittchen die Situation erklärt hatte, nahm das Reh sie auf seinen Rücken und rannte hinter dem Händler her. Ja, wir kommen näher. Aber wie sollen wir ihn aufhalten? Das Reh wusste, was zu tun war. Was versucht das Reh da? Was ist los, du nutzloses Pferd? Gib mir! Ah! Oh nein, die Kugel! Wir dürfen sie nicht zerbrechen lassen! Hopp, ich hab sie! Gott sei Dank, dem Prinzen geht es gut. Du hast dein Leben gerettet, Hachi. Ich stehe dir in tiefer Schuld für deine Hilfe. Hilfe! Hilfe! Rette mich! Rette mich! Schneewittchen und Hachi danken dem Reh für seine Hilfe und das Reh ging weiter seines Weges. Hier sind wir am schlafenden Krater. Was ist das für ein Rauch? Das sieht für mich nicht nach einem guten Zeichen aus. Das ist eine Höhle. Sollen wir hineingehen? Es sieht aus, als würde sie hinunter in den Krater führen. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Es gibt kein Zeichen von dem Riesen, von dem uns der Zauberer gewarnt hat. Wir sollten besser leise sein. Wir sind zu tief gegangen. Wo ist dieser Wirklichkeitsstein? Guck mal, da drüben schimmert etwas. Ja, das ist der Wirklichkeitsstein. Aber sie hatten nicht mit dem blubbernden Matsch gerechnet, der ein Durchkommen unmöglich machte. Du wartest hier, ich hole ihn. Okay, sei aber vorsichtig. Was für ein wunderschöner Stein! Gerade als Hachi den Stein nehmen wollte... Was ist los? Hilfe! Hilfe! Das ist der Kraterriese. Der Riese nahm Hachi und ging davon. Hey du, Kraterriese, lass meinen Freund los. Schneewittchen verlief sich, als sie versuchte, Hachi in dem Höhlenlabyrinth im Krater zu finden. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Was soll ich jetzt tun? Genau da hörte Schneewittchen eine Stimme. Ich weiß nicht, was du hier suchst, aber ich werde dir helfen. Schneewittchen sah sich um, zu sehen, wo die Stimme herkam. Wer ist das? Wo bist du? Ich bin hier, sieh hinunter. Der Maulwurf streckte seinen Kopf aus einem Loch. Schneewittchen war überrascht, den Maulwurf zu sehen. Du bist ein Maulwurf. Ja, das bin ich. Und wer bist du? Was machst du in diesem Krater? Schneewittchen erklärte, dass sie und ihr Freund gekommen waren, um den Wirklichkeitsstein zu holen, aber der Riese ihren Freund entführt hätte. Bitte hilf mir. Ich muss meinen Freund vor dem Riesen retten. Also hat der Riese deinen Freund entführt. Das ist nicht gut. Was meinst du? Was wird der Riese meinem Freund antun? Wir müssen ihn retten, bevor der Riese deinen Freund in Gold verwandelt. Was? Der Riese wird meinen Freund in Gold verwandeln? Ich weiß, wo der Riese ist. Folge mir! Also folgte Schneewittchen dem Maulwurf und gemeinsam gingen sie tiefer in die Höhle. Kann Schneewittchen Hachi vor dem Riesen retten? Werden sie es schaffen, mit dem Wirklichkeitsstein die Höhle zu verlassen?
Du kannst es herausfinden, wenn du dir unsere nächste Geschichte ansiehst. Wirklichkeitsstein. Weil Betty betrogen hatte, verloren Schneewittchen und Seppel die erste Stufe des Wettbewerbs, der beste Käse. Es war Zeit für die zweite Stufe des Wettbewerbes, den besten Joghurt machen. Lass uns dieses Mal die Augen offen halten. Betty könnte uns wieder einen Streich spielen. Das werden wir nicht zulassen. Wenn sie es versucht, wird sie schon sehen. Wie machen wir Joghurt, Seppel? Kannst du mir das Rezept mitteilen? Natürlich. Zuerst nehmen wir das hier. Betty schmiedete einen neuen Plan gegen Schneewittchen und Seppel. Wenn ich den Joghurtwettbewerb gewinne, werde ich die Siegerin. Ich muss nur sicher gehen, dass es so kommt. Was schwebt dir im Kopf? Schneewittchens Joghurt sollte meinen nicht übertreffen. Aber wie kann ich ihn verderben? Ich denke, du brauchst wieder meine Hilfe. Ich denke mir was aus. Hau ab! Wie du wünschst. Der Papagei flog weg und Betty begann ihre Intrige. Wie kann ich ihren Joghurt verderben? Leider fiel Betty nichts ein. Wenn ich die Joghurtbecher herunterschubse... Nein, nein, sie würden mich sehen. Was, wenn ich ihre Milch verschütte? Nein, nein, jemand könnte mich dabei erwischen. Der Papagei kam zurück. Ha! Du hast immer noch keinen Plan geschmiedet? Ach, okay, ich gebe auf. Gib mir ein paar Ideen. Die Lösung ist einfach. Ja! Wieso bin ich darauf bloß nicht gekommen? Nachdem Schneewittchen von Seppel das Joghurtrezept gelernt hatte, ging sie an die Arbeit. Das war leicht. Ich mache einen sehr guten Joghurt, keine Sorge. Ich vertraue dir. Wir müssen diese Stufe gewinnen. Sieh es nicht hin, aber Betty hat etwas vor. Geschafft. Betty hat etwas in unsere Milch getan. Ich habe sie gesehen. Wenn sie so weitermacht, habe ich keine andere Wahl, als auch gegen sie vorzugehen. Ja, das ist salzig. Betty hat Salz in unsere Milch getan. Folge mir, Seppel. Was hast du vor? Schneewittchen flüsterte in Seppels Ohr. Betty stand vor ihrem Ofen. Jetzt kann ich meinen Joghurt vorbereiten. Diesmal wird es einfach für mich zu gewinnen. Seppel und Schneewittchen gingen dorthin, wo Betty ihren Joghurt machte. Ihr Papagei ist nicht da, das ist gut. Denke daran, es läuft alles wie geplant. Bist du bereit? Ja, bin ich. Hallo, Betty. Ich habe keine Milchsäurebakterien. Kannst du mir welche von deinen geben? Was? Du willst, dass ich dir meine Milchsäurebakterien gebe? Wir mögen zwar gegeneinander antreten, aber ich dachte, du bist ein fairer Gegner. Ha, bist du naiv? Glaubst du wirklich, dass ich dich gewinnen lasse? Als Schneewittchen sich mit Betty unterhielt, vertauschte Seppel die Kanister. Ich gebe auf, Betty. Ich habe mich in dir getäuscht. Viel Glück! Hat sie wirklich gedacht, ich würde ihr helfen? Verlierer! Nachdem die Teilnehmer ihren Joghurt gemacht hatten, präsentierten sie ihn der Jury.
Sie werden den köstlichsten Joghurt probieren, das ist sicher. Was ist das? Ein salziger Joghurt? Aber das ist unmöglich! Das hätte ich wissen müssen. Das ist alles Schneewittchens Werk. Und die Jury gab die Ergebnisse bekannt. Yippie, wir haben gewonnen. Wir haben Betty mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Haben wir wieder gewonnen? Nein, Schneewittchen hat gewonnen. Lass mich nicht allein. Für den letzten Teil des Wettbewerbs wird jeder seine eigene Kuh melken. Wer das Meck als Erster beendet, wird der Gewinner des Wettbewerbs. Also, lass uns noch ein bisschen üben. Betty war vor der finalen Runde aufs Äußerste gespannt. Der Gewinner des Melkwettbewerbs wird auch der Gewinner des Gesamtwettbewerbs sein. Dieses Mal darf ich keine Fehler machen. Seh mich nicht an! Ich kann dir nicht jedes Mal Tipps geben! Diesmal brauche ich deine Hilfe nicht. Ich habe meinen Plan schon geschmiedet. Alle Wettbewerber bereiteten sich und ihre Kühe im Melkbereich vor. Wenn wir diesen Wettbewerb gewinnen, werden wir Flecken die Kuh retten. Keine Angst, ich werde so schnell melken, wie ich kann. Betty schließt sich in den Bereich. Wo ist Nummer 7? Oh, hier, das ist Schneewittchens Eimer. Das sollte genügen. Es wird zu spät sein, wenn sie es erst bemerkt. Schließlich näherte sich die Jury dem Melkbereich, damit sie es bewerten konnten. Alle Teilnehmer hatten neue Eimer. Gut gemacht, Mädchen. Du machst das so gut. Du hast so viel Milch. Betty war fuchsteufelswild. Ihr Plan war fehlgeschlagen, weil man Schneewittchen auch einen neuen Eimer gegeben hatte. Warum füllt sich dieser Eimer nicht? Hey Kuh, hast du keine Milch? Hey, Sommersprosse! Schneewittchen ist sehr schnell! Ihr Eimer ist fast voll! Was? Das kann nicht sein! Der Wettbewerb war beendet und die Ergebnisse wurden bekannt gegeben. Der Gewinner ist Schneewittchen! Yippie, wir haben gewonnen! Du bist jetzt in guten Händen, mein Freund. Niemand kann dich an den Schlachter verkaufen. Ich werde mich sehr gut um sie kümmern. Mit ihrer Milch werde ich den besten Käse und Joghurt herstellen. Sie hat mich wieder geschlagen. Ich hasse Schneewittchen. Es ist dein Fehler. Ich habe dir Hilfe angeboten, aber du wolltest nicht. Lass mich allein.